Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Markus Heine und dieses Mal geht es zum sechstkleinsten Land der Welt, dem Fürstentum Liechtenstein. Liechtenstein ist ein deutschsprachiges, 25 Kilometer langes Fürstentum zwischen Österreich und der Schweiz. Bekannt ist das Land durch seine Alpenlandschaft und den Dörfern. Und von mir aus sind es 130 Kilometer und wir fahren erstmal in die Hauptstadt Vaduz. Wir parken im zentralen Parkhaus und 3 Stunden kosten 3 Franken. So, angekommen hier in Vaduz, der Hauptstadt hier von Liechtenstein. Hinter uns die St. Florin-Kirche oder Kathedrale, die gleich neben dem Parlament steht. Ja, wir gucken mal hier um. Recht heiß heute. Es wird heute bis zu 32 Grad hier heiß. Man merkt es jetzt schon. Die Kathedrale von Liechtenstein, auch St. Florinskirche genannt, ist eine neugotische, dreischiffige Kirche. Sie wurde erbaut 1869 bis 1873 nach den Plänen von Friedrich von Schmidt und unter der Leitung des Architekten Ignaz von Bankow. Der Patron der Kirche ist vom 7. Jahrhundert stammende heilige Florinus von Remus. Und hier das Regierungsgebäude des Fürstentums Liechtenstein. Man muss sich das mal vorstellen, eine Einwohnerzahl von Liechtenstein von knapp 40.000 und dafür ein Regierungsgebäude. Wow! Gleich nebenan ist das Landtagsgebäude von Liechtenstein und wenn man nach oben sieht, sieht man das Schloss Vaduz, wo sich die Fürstenfamilie aufhält. Leider wird das Schloss gerade renoviert und daher kann ich keine tolle Aufnahmen machen. Die Stadt Vaduz ist gespickt mit vielen kunstvollen Gebilden. Und hier befindet sich auch das Liechtensteinische Landesmuseum. Das Schloss Vaduz wäre ein super Fotomotiv. Leider wird es gerade restauriert. Die Innenstadt ist ein Besuch wert. Ich kann es jedem nur empfehlen. Es gibt viele Cafés, Bars, Restaurants, aber auch viele Casinos. So, erster Tag genug gesehen. Jetzt geht es erstmal nach Düns und zwar auf die österreichische Seite in unser Ferienhaus. Ein schönes kleines Ferienhaus mit einer fantastischen Bergsicht. Von hier aus sind es nur 17 Kilometer nach Liechtenstein, daher ein guter Ausgangspunkt. Wir befinden uns jetzt im Ferienhaus hier bei Düns und das ist so ungefähr östlich von Feldkirch. Trinken Kaffee geht's, aber heute Morgen jetzt geht's dann los. Wir fahren noch nach Balbun und zwar zum Fürstentum Liechtenstein. Ungefähr 40 Minuten Fahrzeit und dann müssen wir noch mal über den Berg. Und Balbun befindet sich ja auf 1500 Meter Höhe. Jetzt mal schauen, wie es wird. Wetter wird ja super, aber heiß. Nicht ganz richtig. Balbun liegt etwa 1600 Meter über Meereshöhe. Vorbei am Schloss Vaduz geht es erstmal den Berg hinauf
bis zum Tunnel. Immer höher hinauf geht es vorbei an Triesenberg. Und manchmal sollte man einfach mal anhalten, um die schöne Aussicht zu genießen. Wir fahren jetzt nach Maibun. Wir sind so auf halber Höhe. Und hier unten sieht man wunderbar Vaduz und den Rhein entlang, das Rheintal. Der Rhein bildet hier die natürliche Grenze von Liechtenstein zur Schweiz. Maibun, ein Winterskiort. Und zwar geht es hier richtig schön hoch, nochmal 500 Meter weiter bis zur Bergspitze mit der Sesselbahn. Werden wir jetzt gleich mal probieren und mal gucken wir oben, ob es noch kälter ist. Wir haben jetzt hier 28 Grad. Mal gucken wir jetzt oben, wie die Temperaturen sind. Um 11 Uhr morgens, 28 Grad, könnt ihr euch das vorstellen? Bei 1600 Meter Meereshöhe? Die Sesselbahn Sarais bringt die Wanderer auf eine Spitze von über 2000 Meter Meereshöhe. Im Sommer ist das Sarais für den Wanderer Ausgangspunkt für die schönen Wanderungen über den Augustenberg zur Pfälzerhütte. Wir wollten nur auf der Sonnenterrasse, dem Bergrestaurant Ruhe, frische Luft und die schöne Aussicht genießen. Auf der linken Seite sieht man den Gamsgrat mit über 2243 Metern. Gefilmt habe ich mal wieder mit der Insta360 One X2 Kamera und das sieht doch ganz toll aus, die 360 Grad Aufnahmen. Fast 80% habe ich mit dem Handy gefilmt, mit dem Samsung S23 Ultra. Und ich muss sagen, bringt super Bildqualität. Und wenn es bis hierher gefallen hat, lasst mir doch ein Like da oder abonniert doch gleich meinen Kanal, damit ihr keinen Film mehr verpasst. Ach ja, und Bilder habe ich natürlich gemacht mit der Sony Alpha 7 III und meinem Reisezoom, dem Tamron 28-200mm. Hier mal die Preise für die Sesselbahn. Die Berg- und Talfahrt für Erwachsene kostet ungefähr 16 Franken. Und für die Kinder, die zahlen nur 8 Franken 40 Rappen für die Berg- und Talfahrt. Auch im Winter ist es hier ein wunderschönes Skigebiet. Und wer mehr erfahren will, geht ins Internet unter www.bergbahnen.li hinein. So, jetzt befinden wir uns hier auf dem Parkplatz zum Gänglisee, aber der ist jetzt recht voll hier am Samstag, da kommen alle Familien mit Kindern, baden hier, wunderschön zwar, aber einen Parkplatz zu finden ist recht schwierig. Außerdem kann man hier wunderbar stehen, wenn es hier Wochenende nicht wäre, dann könnte man hier stehen, eine Toilette, öffentliche Toilette, gibt es alles. Ist also nicht schlecht, wir können hier uns richtig, ja, kann man hier wandern, also richtig am Bach entlang. Zurzeit ist es recht schmutzig, weil doch viel geregnet hat. Direkt vor dem künstlichen Stausee Steg liegt der Gänglisee, ungefähr 1300 Meter über Meereshöhe. Auch ein wunderschönes Wandergebiet direkt am Bach entlang. Und heute an diesem heißen Tag halten sich viele Einheimische hier auf zum Baden und zum Grillen. Und Weiterfahrt wieder zurück nach Vaduz an den Rhein. So, das ist die Rheinbrücke hier von Vaduz, geht hier rüber in die Schweiz. Und die wurde 1868 beschlossen zum Bauen. Also 1868 war der erste Baubeginn. Holzbrücke war damals eine Zollbrücke, ganz interessant. Und das ist auch das Ende unseres Films. Ja, Vaduz ist nicht so groß und auch das liechtensteinische Fürstentum
kann man sagen, man hat es in einem oder zwei Tagen gut besucht. Aufgrund der Erhöhung der Rheindämme musste die Brücke zweimal angehoben werden. Der schlechte bauliche Zustand später machte schließlich einen Neubau notwendig. Und in der Mitte des Rheins steht man mittendrin zwischen Liechtenstein und der Schweiz. Ja, und das war's mal wieder mit einem kleinen Film aus Liechtenstein. Ja, und wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben oder abonniert doch gleich meinen Kanal, dann verpasst ihr keinen Film mehr von mir. Bis dann, euer Markus Heine.